Sali benannt. Mein Name ist Tobias Rieder. Ich bin von Altdorf. Ich trete für die SP und die JUSO für den Landrat an. Ich habe ursprünglich Detailhandel im Eisenweber Schattdorf gelernt, dann BM absolviert und jetzt studiere ich an der PH Schweiz in Goldau. Meine Hobbys sind vor allem Handball. Ich spiele selber aktiv und trainiere auch eine Juniorenmannschaft. Meine grösste Stärke ist meine Begeisterungsfreude. Wenn ich mich für etwas interessiere, kann ich mich voll für das einsetzen. Meine grösste Angst ist, allein dazustehen und dass mich niemand unterstützt. Ich bin stolz auf den Kanton Uri, weil wir es immer schaffen, das Optimum aus unseren Möglichkeiten herauszuholen und dass man auch ein angenehmes Klima hat, wo man auch mit politischen Gegnern mal ein Bier zusammen trinken kann. Mich stört am Kanton Uri, dass wir immer nur als ländlich angeschaut werden. Ich will Landrat werden, weil ich finde, es braucht mehr junge und linke Stimmen im Kanton Uri. Also Tobias, du stehst nie auf der Liste von der SP und von der JUSO. Jetzt ganz ehrlich, bist du nur ein Listenfüller? Nein, nicht direkt. Wir haben probiert, unsere Liste mit möglichst vielen Leuten zu füllen, um verschiedene Spektren anzubieten. Und als junger Mann, der in vielen Vereinen ist, passe ich gut in unsere Liste. Und ich hoffe, dass ich natürlich auch ein paar extra Stimmen für mich und für die Partei gewinnen kann. Also sollte man dich zuoberst auf die Liste schreiben? Am besten schon, ja. Gut, sehr schön. Also hast du denn konkrete Sachen, die du im Landrat einbringen willst und umsetzen willst? Natürlich. Ich möchte mich vor allem für die Jugend stark machen. Auch für Sport und kulturelle Anlässe. Und für Bildung natürlich. Von meinem Studium her interessiert mich das stark. Und jetzt mit dem Lehrplan 21 gibt es da viele interessante Sachen. Und du hast genug Zeit, neben deinen Hobbys und alles, dich euch wirklich für den Landrat einzusetzen? Es wird sicher ein bisschen enger als bisher, aber ich würde bei anderen Sachen zurückstecken, falls ich gewählt werde. Und da finde ich genug Zeit. Jetzt eine verkehrspolitische Frage. Der Zusatzkurs für die Junglenker, der WAP-Kurs, soll der in deinen Augen abgeschafft werden? In meinen Augen ja. Ich hatte ja selber das Vergnügen gehabt, die beiden Kurse zu absolvieren. Es war sicher interessant gewesen, aber in meinen Augen ist das vor allem eine Diskriminierung von Junglenkern. Weil im Vergleich jetzt ältere Leute, die auf andere Sachen, zum Beispiel sie sehen nicht mehr gut, die mit einmal im Jahr zum Doktor ab einem gewissen Alter. Und da langt das. Und wir Junge müssen zweimal den ganzen Tag gehen. Und es ist halt einfach relativ teuer. Es ist ja eine Initiative von der jungen SVP. Kann man also da sagen, dass da die JUSO und die SVP am gleichen Strang ziehen? Ich kann natürlich da nicht die Parteimeinung vertreten. Ich vertrete meine eigene Meinung. Aber ich persönlich würde zu dieser Frage ja sagen, das kann man unterstützen. Jetzt ganz ehrlich, hast du dich schon einmal für deine Partie geschämt oder irgendwie gefunden, ist jetzt nicht so ganz mies? Ja, schon ein paar Mal. Zum Beispiel? Ja, die JUSO Schweiz schafft es immer wieder mit ich sag's mal, unterhaltsamen Aktionen nur sehr wenig Erfolg zu haben. All die Plakate, die man zum Beispiel mal Doris Leuthardt so Blut an die Hände hat, habe ich nicht cool gefunden und das unterstütze ich auch nicht. Gut, jetzt vor längerer Zeit hat es die JUSO im Kanton Uri gar nicht mehr gegeben. Jetzt gibt es wieder. Muss man damit rechnen, dass man sich in drei Jahren auch wieder nicht mehr gibt? Nein, das glaube ich nicht. Das war eine traurige Sache. Das hat vor allem ein bisschen am jungen Nachwuchs gefehlt. Doch jetzt, die Partieleitung ist ein blutjunges Team. Die sind voll bei der Sache und ich bin überzeugt, dass wir auch in 3 Jahren noch von uns hören. Ich hoffe auch in 30 Jahren noch. Und du setzt dich dafür ein? Ich setze mich dafür ein, dass die Partei weiterhin besteht, ja. Und wie machst du das? Indem ich nur schon aktiv an Versammlungen gehe, mich mit einbringe und auch natürlich probiere, neue Mitglieder anzuwerben, wenn es möglich ist. Gut, du hast vorher gesagt, du willst die Jugend fördern. Das Projekt, wo der JUSO oder wo es immer wieder kommt, ist das Jugendhaus. Denkst du wirklich, dass das eine Zukunft hat? Das ist jetzt schon ein paar Mal abgelehnt worden und immer wieder. Und trotzdem kommen wir immer wieder mit dem. Ja, ich glaube, steht der Tropfen höhlt den Stein. Man muss sich so vorgehen im Kanton Uri. Ich glaube, in der nächsten Zeit wird es sehr schwierig zu verwirklichen sein. Es ist halt eine teure Sache. Aber es gehört halt auch. Ich finde, man soll dranbleiben und probieren, den Jugend Raum zu geben. Wenn es immer wieder abgelehnt wird, ist das nicht eigentlich so ein kleines Zeichen? Nein, ich glaube, man muss es so lange probieren, bis es klappt. Es gibt sehr viele andere Beispiele. Das Frauenwahlrecht hat auch 10 Versuche gebraucht. Also. Ja, du studierst Lehrer, du machst Lehrerausbildung. Sollen die Eltern ihre Kinder vom Sexualkundeunterricht dispensieren?
Finde ich nicht. Es gehört genauso zum Lehrplan wie alle anderen Sachen auch. Und ich finde auch, das ist eine wichtige Sache. Die Kinder und Jugendlichen waren aufgeklärt gewesen. Und für das hat man die Schule, damit sie etwas richtige Informationen mitbekommen und nicht verzerrte Halbwahrheiten über Internet oder andere Sachen. Also kann man das quasi aufzwingen? Ich finde, das Wort zwingen ist ein das falsche Wort für das. Aber in meinen Augen gehört es einfach dazu. Gut, danke vielmals für das Gespräch. Bitte.